Kräften steht die Entscheidung der Superschwergewichtler auf dem Programm. Favorit ist wie in den vergangenen 8 Jahren der Russe Wassily Alexejew. Er wiegt 159,9 Kilogramm. Erster Versuch 180 Kilogramm. Jürgen Häuser aus der Deutschen Demokratischen Republik. Gerd Bonk aus der DDR. Er hat zuvor 175 Kilogramm gerissen. Kilogramm. Sultan Rachmanow, Sowjetunion. Mitmischen möchte auch der Tscheche Rudolf Strejček. Kilogramm. Der Bulgare Christo Platschkow beginnt mit 187,5 Kilogramm. Die Entscheidung ist bereits jetzt gefallen. Weltmeister im Reißen wird Rachmanow vor Platschkow und Häuser. Alexejew bleibt ohne Medaille. 190 Kilogramm.
192,5 Kilogramm. Der Tscheche Strejček hat im ersten Versuch 215 Kilogramm gestoßen. Nun probiert er 222,5 und 225 Kilogramm. Er wird mit 390 Kilogramm Fünfter. Kilogramm. 232,5 Kilogramm. Zweihundertfünfunddreißig Kilogramm für Bonk, der mit 217,5 Kilogramm begonnen hat. Platschkow hat mit 220 Kilogramm begonnen. Nun 235 Kilogramm. Letzter Versuch von Bonk. Er weiß es noch nicht, dass 235 Kilogramm in Stoßen den Weltmeistertitel bedeuten. Im Zweikampf wird Bonk mit 410 Kilogramm Dritter. Platschkow platziert sich mit 407,5 Kilogramm an vierter Stelle. 237,5 Kilogramm. Rachmanow hat bisher 417,5 Kilogramm erreicht. Zweihundertvierzig Kilogramm Alexejew.
Jürgen Häuser hat ebenso wie Rachmanow 417,5 Kilogramm aufzuweisen. Durch das leichtere Körpergewicht liegt er vor dem Russen. Alexejew wird bei 245 Kilogramm aufgerufen, doch er kommt nicht mehr zur Bühne. Jürgen Häuser ist Weltmeister.